Hi, schön, dass du da bist. Das ist das Haus, das wir heute einrichten werden. Das Haus hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zimmer. Und jedes Zimmer wird ein anderes Budget bekommen. Heftig. Das Budget wird zwischen 0 Simoleons und 10.000 Simoleons liegen. Wir starten mit dem Eingang und drücken wir immer dreimal. 1, 2, 3. 2.451 Simoleons. Ich verabschiede mich jetzt einfach mal von unserem Geld. Okay, Eingangsbereich, das ist das hier unten. Und ich würde auch direkt sagen, wir dürfen keine CC-Sachen benutzen. Ich habe mich auch noch gar nicht entschieden, was für ein Stil dieses Haus überhaupt wird. Ich mache es jetzt einfach ähnlich wie bei uns zu Hause. Unser Eingang ist blau. Und dann irgendein hübsches Sideboard. Das ist super günstig. Finde ich auch ganz hübsch, so richtig klassisch, minimalistisch, aber schön. Ich muss auch probieren, das ganze Geld loszuwerden. Ich habe das Geld nur so rausgeworfen und hinterher war nichts mehr da. Und dann vielleicht noch irgendeinen Stuhl, um die Schuhe anzuziehen. Sowas vielleicht? Und einen Spiegel, einen Standspiegel fände ich sehr schön. Welches ist denn der teuerste? Das wäre dann der hier. Passt hier jetzt irgendwie nicht ganz so rein. Aber ich muss unser Geld ja irgendwie loswerden. Vielleicht mit dem hier, aber dann würde ich die zwei Sachen ganz ehrlich tauschen. Und natürlich ein fetter Teppich darf nicht fehlen. Teppiche sind das Allerwichtigste in Wohnungen, wenn ihr mich fragt. Deswegen muss ich mit Erde nichts zu tun haben. Gibt es irgendwelche schönen Teppiche, die nicht CC sind? Ja, das ist okay, oder? Wie bescheuert sieht es aus, wenn ich die Schuhe einfach da drunter stelle? Wir haben immer noch 538 Simoleons, Leute. Ich will es nicht verschreien, aber bis jetzt läuft's. Eine Pflanze vielleicht hier noch nach hinten. Dann vielleicht einfach noch ein bisschen random Deko. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Vorraum. Machen wir weiter mit der Küche. 1, 2, 3. Oh Gott, das wird mit den Küchengeräten gar nicht gut laufen. Danke erstmal dafür. Das Wichtigste ist jetzt auf jeden Fall, dass wir mal einen Kühlschrank und einen Herd haben. Ohne geht einfach gar nichts. Ich finde den ja super schön. Wie viel kostet das Ding? Oh, gleich so viel mehr, Leute. Ich habe gerade Gänsehaut im ganzen Körper. Ich finde das richtig unangenehm. Oh mein Gott, Leute. Das wird eine Katastrophe in der Küche. Ich sehe es jetzt schon. Oh nee, müssen wir jetzt echt die hässlichen Theken nehmen? Ich glaube fast. Oh Gott, das ist so schlimm. So, und dann das Ding hierher und den Kühlschrank dahin. Bis jetzt echt ein bisschen kritisch hier. Das würde immerhin zum Kühlschrank passen. Oh, die sind natürlich viel schöner. Okay, die kosten nur 50 Simoleons mehr pro Stück. Dann gönnen wir uns natürlich die hier. Ah, das mit der Deko wird kritisch. Aber wir könnten ja eine Wand anmalen. Also, dass wir ein bisschen Farbe in dem Raum haben. Vielleicht sowas? Ich liebe das. Ich find's eigentlich ganz schnuckelig. Und den Rest geben wir jetzt einfach für Deko aus. Auf jeden Fall fehlt hier. Dreimal könnt ihr raten, was. Natürlich ein Teppich. Eigentlich wäre ein Fenster hier total schön. Macht's ganz süß, oder? Und natürlich wäre ein Dunstabzug auch nicht schlecht. Und das war's dann auch schon mit unserem Geld. Jetzt geht sich vielleicht noch eine Pflanze aus. Und dann war's das aber auch schon. Ja, 30 Simoleons für dieses Ding hier. Wo platzieren wir das jetzt noch? Vielleicht auf dem Kühlschrank. Sieht einfach aus, als hätte unser Kühlschrank jetzt eine Frisur. Ja, das war's mit der Küche. Machen wir weiter mit dem Badezimmer. 1, 2, 3. 9.728 Simoleons für ein Badezimmer. Ja, da gönnen wir uns jetzt aber richtig. Das ist wie Achterbahn, du brauchst einen Führerschein hier. Wir haben genug Geld und das Badezimmer ist riesig. Also gönnen wir uns einfach eine Dusche und eine Badewanne. Das müsste sich alles ausgeben. Whirlpool wäre natürlich auch mega, aber vielleicht nicht im Badezimmer. Doch, genau das ist das, was uns so besonders macht. Welches ist denn hier die teuerste Duschkabine? Oh mein Gott, gibt es die aber auch in irgendwelchen schönen Farben? Oh, das Leopardenmuster, Leute, das gibt mir wieder alles. Passt das überhaupt jetzt zur Badewanne? Die Badewanne hätte ich übrigens auch gerne in einer anderen Farbe. Oh mein Gott, nee. Ew, was sind das für Farben? Nee, wisst ihr was? Ich hätte gerne eine freistehende Badewanne. Sowas hier. Ich baue hier gerade übrigens, merke ich, so zu 100% das Badezimmer von meinen Eltern nach. Ich kann euch hier gerne mal ein Bild davon einblenden. Können wir jetzt kurz zum wichtigen Thema kommen? Theke, Theke, Theke. Welche Theke nehmen wir? Zwei Waschbecken. Ich baue das Haus übrigens gerade nicht für mich, sondern für eine Familie mit einem Kind. Vielleicht auch Zwillingen, wenn die oben sich das Zimmer teilen können. Schauen wir mal, wie viel Geld wir für das Kinderzimmer dann schlussendlich übrig haben. Oh no. Ich hätte jetzt hier gerne
eher eine Wand gezogen, damit wir hier nicht alles so vollspritzen mit der Dusche. Vielleicht eine Halbwand. Sowas? Ich find's perfekt. Darunter geben wir vielleicht so ein Holzding. Ich hätte hier total gern so einen flauschigen, einfarbigen Teppich. Aber Sims hat wirklich, was Teppiche angeht, noch ein bisschen was aufzuholen. Ich als Teppichspezialistin darf sowas sagen. Keine Ahnung, wir haben einfach Fußbodenheizung in dem Zimmer, Leute. Dann brauchen wir nämlich keinen Teppich. Oh, wir haben kein Klo. Nehmen wir das hier so voll random im Raum platziert. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch die Deko. Kann ich nicht ein bisschen Geld von hier benutzen und in die Küche investieren? Nein, ich gehe da hin und sage, das geht nicht. Ja, ich bin fertig mit dem Badezimmer. Ist ein bisschen viel los, aber ich habe es tatsächlich geschafft, das ganze Geld irgendwie zu investieren. Liegt vielleicht auch dran, dass dieses Bild unfassbar teuer war. Aber man braucht ja eine gute Aussicht von der Badewanne aus. Also ich finde es eigentlich ganz knuffig, sehr süß. Und wir machen direkt weiter mit dem Esszimmer. 1, 2, 3. 1652. Da bin ich super froh, dass ich das nicht im Badezimmer hatte. Eine Wand hätte ich natürlich gerne wieder bunt. Muss einfach sein. Und jetzt hätte ich gerne den großen, schönen Esstisch. Den hier finde ich ganz süß. Oh mein Gott, der war aber auch ultra teuer. Ich mag es, wenn es so ein bisschen abgegriffen aussieht. Und dazu jetzt noch ein paar schöne Stühle, die nicht allzu teuer sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, geht sich aus. Alles ist gut. Aber das ist schon ordentlich eng hier. Sollen wir nur einen Viersitzer platzieren? Ich glaube, das wäre eine bessere Idee. So, und wenn wir das Ganze an die Wand schieben, haben wir hier auch noch ein bisschen Platz zum Durchlaufen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall irgendein schönes, großes Bild, das mich wahrscheinlich wieder mein ganzes Budget kosten wird. Aber solange ich mir nachher noch meinen Teppich gönnen kann, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Gib alles! Das ist sehr hübsch. Das sind sogar 3 Bilder auf einmal. Und dann natürlich noch diesen Teppich hier. Eine große, schöne Pflanze. Oh, die ist so schön. Finde ich unfassbar süß, diese Kommode. Ich lasse es jetzt einfach so und wir machen weiter mit dem Wohnzimmer. 1, 2, 3. Das ist irgendwie eine total coole Zahl. Hä? Wir brauchen auf jeden Fall einen Fernseher. Wie viel kostet denn der teuerste? Können wir uns eindeutig nicht leisten. Vielleicht das hier? Weil da hätten wir Deko gleich mit dazu. Wenn wir das ein bisschen größer machen, funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber ich finde das sehr, sehr schön. Vielleicht eine orange Wand im Wohnzimmer? Passt auch sehr gut zu dem Grün da drüben. Und jetzt noch ein richtig schönes, großes Sofa. Ein Teppich natürlich. Couchtisch wird hier jetzt ein bisschen eng. Den finde ich eigentlich ganz cool. Ich hätte hier halt einfach super gerne, dass das hier so abschließt. Versteht ihr, was ich meine mit dem Türbogen? Also gar kein 0,00 Sinn. Und dann hätte ich da hinten auch noch gerne ein Bücherregal. Nee, jetzt habe ich es komplett zerstört. So? Oh, Leute, ich bin gerade so verzweifelt. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach das Bücherregal hier, auch wenn es nicht 100% dazu passt. Kann ich in dem Bücherregal nichts platzieren? Oh, weil ich es geschrumpft habe, natürlich. Okay, aber dann würde ich sagen, wir lassen es mal so. Ich finde es sehr süß. Wie tragisch diese Küche aussieht, Leute. Wir widmen uns am besten jetzt einfach dem Elternschlafzimmer. 3, 2, 1. 1533. Oh boy, das ist nicht viel. Boden und Wand habe ich jetzt schon mal gemacht. Und so Doppelbetten sind sicher unfassbar teuer. 290 Simoleons. Okay, das geht richtig klar. Boah, das Luftkissen-Ding ist einfach teurer. Crazy. Sieht man ja nicht. Guck mal, wie gut ich aussehe, Mann. Bei welcher Farbe sieht es am wenigsten kaputt aus? Ich würde sagen bei Schwarz, aber Schwarz ist schon echt heftig. Ich lasse es jetzt einfach mal so und ich hätte irgendwie gern eine rote oder eine gelbe Wand, wenn ich das jetzt schon so sehe. Oh mein Gott, das ist halt wirklich die Farbe von dem Leintuch. Besser geht's nicht. Ich weiß nicht, was ich von der Farbe halte. Was ist das? Positiver Umwelteinfluss. Ein Punkt, das freut uns immer. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Kleiderschrank. Oh, ich finde den ja so mega schön. Könnte was werden, Leute. Noch sehe ich es nicht. Ich muss es zugeben, aber wir geben noch nicht auf. Bei mir steht Fighter hier auf dem Arm und das heißt Kämpfer. Ich würde Ihnen ja total gerne einfach das teurere Bett gönnen. Aber zuerst brauchen wir auf jeden Fall einen Teppich. 20 Minuten später. Ich schwöre bei Gott, Leute, ich krieg so die absolute Krise. Ich finde die Teppiche alles so unglaublich hässlich bei Sims 4. Oh Gott, aber ich werde jetzt einfach den hier benutzen. Sehr interessantes Zimmer auf jeden Fall. Dann bekommen Sie noch 2 Bilder hier an die Wand. Oh mein Gott, wir nur noch 13 Simoleons, Leute. Jetzt habe ich es wirklich geschafft. Haben wir irgendwas für 13 Simoleons noch? Außer Risse in der Wand oder sowas. Hier haben wir auch nur noch Dreck, Sonnencreme, Briefe, einen Kohlebrocken.
braucht kein Mensch. Wir können ihn noch Sonnencreme auf dem Nachttisch platzieren, aber das war's dann mit dem Elternzimmer. Und dann machen wir noch das allerletzte Zimmer und das ist das Kinderzimmer. 1, 2, 3. Oh no. Das ist gar nicht gut. Aber eigentlich auch ziemlich spannend. Oh Gott, so viel wird der Boden und die Wand wahrscheinlich alleine schon kosten. Oh no. Was ist das günstigste Bett, was wir haben? Dann kann ich nämlich entscheiden, ob wir ein Kleinkind haben oder ein Kindkind. Ein Kleinkind wäre halt vom Bett her viel günstiger. Oh, wie unangenehm. Wir haben jetzt einfach ein Kleinkind, das absolut keine Möbel hat. Aber dafür gebe ich dem Kind vielleicht noch ein Spielzeug. Nee, geht sich nicht aus. Hier ein Tagebuch bringt dem Kind auch noch nicht viel. Das Kätzchen ist sehr süß. Leute, wir haben nur noch 10 Simoleons. Oh mein Gott. Das ist wirklich tragisch. Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Bin auch gerade drauf gekommen, dass all meine anderen Zimmer keine Vorhänge haben. Aber das ist unser kleinstes Problem. Das Kind besitzt nämlich einfach nur dieses Bett und eine Katze. Und die ist nicht mal echt. Aber dafür hat es jetzt schöne Bettwäsche.